Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 App Store Heide mit dem Paul des Hugo de Uwe. Hallo. Hallo. Hi. Warum musst du stocken? Tatsächlich gegen den Erdhaufen hier gefahren. Ach. Und ich dachte schon, du hättest die Rally hier gesehen. Nee, was macht er denn gerade? Was für eine Rally? Ja, wenn du sagst Rally, würde ich dir irgendwas, also. Ja, wir bringen halt das ganze Gerest-Equipment wieder zum Hof, ne? Mhm. In Paul-Manier. Alter, der hat das Ding schon abgestellt und ist verschwunden. Was ist denn die Paul-Manier? Ja, du weißt doch, wie das ist mit Maschinen und Geschwindigkeiten. Naja, gut. Das ist nicht ernst zu nehmen. Das ist ein Vorschlag, kein Muss. Wow. Die 36 ist erntereif, ne, hast du gesagt. Ja. Gut. Was ist da drauf? Rüben. Yay. Du kannst gleich mal Transportspedition machen hier. Ich? Ja, klar. Ich habe gerade den LKW in die Garage gestellt. Ach, du, dann kannst gerade wieder ausparken. Oh nee, das passt so gut unter das Regal. Ich weiß nicht, ob der nochmal rauskommen will, Leute. Du musst halt. Erstmal muss ich meinen Traktor waschen, ne? Die Sonne kommt raus. Dann wow. Müssen die Maschinen sauber sein. Es ist, wie es ist. Wird da schon ein Kurs? Zum Ernten? Wird mal angelegt. Flügen, Saat, striegeln, nein. Was? Na, Uwe, spielst du das Zündspiel? Ja, ich spiele das Zündspiel. Finde den Trigger und dann finde auch nur. Ach, du hast keine Vorwärts-Rückwärts-Schaltung an. Niemals. Ja, warte, muss ich erstmal kurz anmachen. Sascha, mein Guter, einen wunderschönen guten Abend. Dankeschön für dein Hosting. Du hast leider keinen Alert, weil wir mitten in der Aufnahme sind für YouTube, deswegen habe ich die Alerts aus. Danke dir vielmals. Vielen, vielen herzlichen Dank dir. Hm? So, was? Aber nicht den Häckselaufbau, der in der Halle steht. Nee, ist ein normaler. Ich bin am Hof. Wer hat denn das Tor bei den Kühen offen gelassen? Naja, wir wollen keine Kühe. Was? Paul? Hi. Was soll das? Ich war's nicht. Ah. Ich war nicht am Hof. Naja. Sag mal, Uwe. Ja. Was machst du da? Die Mulde mitnehmen. Was machst du da? Dir zugucken. Ja. Dafür werde ich bezahlt. Ach so. Ja, also bitte. Moment mal. Moment. Der Drescher hat Holzstapel gefunden, auch nicht schlecht. Habt ihr nicht Arbeit für mich? Na, wolltest du ja nicht. Transport. Er hat Uwe jetzt gerade übernommen, hätte ich gerne gemacht. Wir haben nochmal einen LKW mit Auflieger, du kannst. Alles klar, da sehe ich mich. Wo ist denn der jetzt? Der war doch gerade noch. Ah, hier ist er. Werner, du kannst dir auch gerne deinen frisch gewaschenen. Nee, der muss erstmal jetzt trocknen. Achso, okay, Schlepper nehmen und die Mähwerke ranhängen, aber gut. Warte noch 5 Minuten, da muss er noch ein bisschen trocknen. Aber Hauptsache, er steht laufend. Wow. Ja, dann trocknet er schneller. Die wow. Heizung angelassen. Hast du von innen gewaschen oder wie? Nein, aber durch die Wärme der Scheiben wird es dann einfach schneller trocken. Ist der so schlecht isoliert? Weiß ich nicht. Die Wärme der Scheiben. Nee, die Logik muss keiner verstehen. Denke ich. Ja, die Logik noch. Grundsätzlich verstehe ich schon, aber ich glaube nicht, dass er warm genug wird. Das ist das gleiche Prinzip wie bei der vereisten Scheibe im Winter, Paul. Ah ja. Machst du auch also, die Heizung an, damit die Scheibe wieder enteist wird? Also tatsächlich trockne ich meine Außenspiegel mit der Spiegelheizung, aber mit der normalen Scheibe funktioniert das nicht. Jedenfalls du hast eine Spiegelheizung? Ja klar. Nobel geht die Welt zugrunde, ja. Hallo? Spiegelheizung gab's schon im Vierergolf. Musst du da eine Kerze einsetzen oder war es elektrisch? Elektrisch. Oh. Ja. Nobel ist ein deutscher Hersteller. Was? Oh, ist mir schlecht, ey. Werner guckt erstmal morgen nach, ob er auch so eine Heizung hat. Ich habe so eine Heizung, aber mein Problem ist, wenn ich die Heizung anmache, habe ich 5 Kilometer weniger Reichweite. Wenn es nur reicht. Ja. Oh Gott, wer kommt da denn? Hallo. Hallo. Wie weit kommst du mit deinem Auto? Naja, wenn es so 20 Grad hat, wie es aktuell hat, so knapp 500 Kilometer. Was hast du für einen Akku drin? Einen guten. Ja, wie weiß ich nicht, keine Ahnung. Keine okay. Ahnung. Er hat gesagt, der Klee ist erntereif. Uwe war's. Ja, erste Stufe. Wurde er bei mir eben angezeigt auf der Karte.
Wo sind die ganzen Container? Hätte auch immer noch. Oh, der Warrior hat kein Beifahrerskript. Nee. So ein Scheiß. Wann irgendwie ein bisschen. Die haben einfach so einen geilen Sound. Tensuku. Ja. Ich brauche jetzt noch einen Container. Wo hast du noch einen hingeworfen? Ein Container steht nördlich bei der 43. Da, wo auch der Drescher irgendwie steht. Irgendwo ist. Den hat der Uwe gerade hingebracht, oder? Was habe ich hingebracht? Ich habe den direkt vom Hof genommen, der hinten an den. Ja, das weiß ich schon, alles gut. Basilus, genau. Dann hatten wir eben noch eine Mission gemacht. Bei der 50. Wenn du da die beiden raus hast, oder ihr die beiden weg habt. Wo ist denn mein ÜLW-Container? Der ist verschrottet. Ja. Der steht. Einen habe ich bei der 18 hingestellt. Jungs, der Panther, brauche ich den mal einen Container. Ja, ich habe den gerade abgestellt. Ich dachte, der entlädt sich selber, aber scheinbar nicht. Ja, wenn du ihn dann erst hingestellt hast, nicht, nein. Ja. Du musst ihn einmal okay. Antworten. Oder selber kurz. Satz mit X war wohl nix. Ich fahre hin. Verdammt. Nachteil am E-Auto, frieren oder wenig Reichweite im Winter. Ja, beides geht halt nicht, ne? Also. Wobei, ein Riesenvorteil muss ich sagen, du steigst in die Karre ein, sagst, ich hätte gern warm und du kriegst sofort warm, ne? Oh ja, das stimmt. Also einschalten warm ist eine Sache von 10 Sekunden. Ja. Da kann der Hersteller Deutschland nicht mithalten. Doch, kann er. Naja, den Verbrenner. Ja gut, aber der Hersteller aus Deutschland mit seinem Elektroauto kann das auch. Was hast du denn für einen? Naja, auch der Verbrenner ist nach einer halben Minute warm. Ich habe einen ID3 aktuell. Achso. Darf man nicht mit einem runtergefahrenen Hakenlift fahren? Laut Betriebserlaubnis muss er, glaube ich, oben sein auf der Straße. Oh ja. Würde ich jetzt mal so behaupten. Lieber Panther, ich stehe doch nah genug dran. Ich glaube, das sieht der Panther anders. Ja, er fährt ab, fängt an und hört dann wieder auf. Ja, vielleicht ist Anhalten beim Entladen nicht aktiviert. Aldi 3? Nein, ID 3, nicht Aldi 3. Ja. Aldi auch keine aus. Auch wer weiß, die bekommen das sonst alles. Achso, meinst du, ja gut. Wird mich nicht überraschen. Die Mehrwerke jetzt noch eine Schwartfunktion hätten, dann wäre es pervers. So eine Reichweite. Uwe, du bist 36? Was? Wo bist du denn gerade? Ach so! Der war gut. Auf der 36. Absichtlich zweideutig. War tatsächlich komplett unabsichtlich. Aber dieses verschreckende Was habe ich jetzt. Ja. Es wäre lange nicht so lustig gewesen, wenn er auf der 68 gewesen wäre. Das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Oh. Ist das in der Drescher geblockt? Ich glaube, der hat das Röhrchen. Oh, das wird bei dir wird das richtig interessant. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich lasse ihn hier stehen, den kannst du ihn dann hin. Ja. Damit hast du nicht gerechnet. Nee, habe ich nicht. Müssen wir beide gerade umdrehen? So, ich kann einfach hier kurz auf dem Feld des Nachbarn wenden. Das ist noch nicht so hoch gewachsen. Das Ding hat auch einen Wenderadius wie ein Dampfer, der quer irgendwo drin hängt. Sag mir bitte, dass es geht. Danke. Bitte.
Aber eigentlich wollte ich meine Mulde hier abstellen gleich. Ja, die Idee war gut, ne? Aber ich fahr jetzt wieder. Tschüss, Uwe. Fahr doch nicht zurück. Oh Gott. Warum sind beide Erntemaschinen gerade so langsam? Die beide Erntemaschinen. Der Panther hat gerade gedreht. Der fährt 12 km/h, also. Ja, der Weltrascher ist schon wieder geblockt. Warte, ich hüpfe da mal rein. Was macht denn ihr? Alter! Nee, damit habe ich nichts zu tun. Damit habe ich nichts zu tun, okay. Klingt auch gut, ja. Ist eine Ansage. Du nicht wenigstens befreien können? Ich wollte die Rutschen hier runter rutschen. Bin voll überzeugt, du schaffst das, Paul. Soll ich dich runterheben? Oh, jetzt wird's brutal, Jungs. Pass auf. Ein wildes Paul. Was hat denn der angestellt? Der ist auf den Zaun gefahren. Soll ich Gas geben? Das geht wieder nicht. Warum geht das nicht? Der ist zu schwer. Haben wir nicht einen Abtanker hier irgendwo rumstehen? Da steht ein Container. Warte, ich hol den Container. Klingt interessant, was ihr da macht, Jungs. Oh ja. Guck besser nicht hin. Ja, kannst du ihn zurückstellen, hab's. Hey! Steht perfekt da, was willst du von mir? Ich hab genau gesehen, dass du auf den Kopf geflogen ist. Nein, das ist, Das würde mich mal interessieren, was macht der TV-Fahrer, wenn das Ding auf den Kopf fliegt? Ja, da... Erkennt er den dann? Haut die mögliche Fehlermeldung raus. Ja, ich frage mich gerade, was mein TV-Fahrer hier macht. Einmal im Kreis gefahren, geil. Man muss sie einfach lieb haben, Zaun, ne? Hoch, ey. Ah. Hier rüben direkt in die BGA? Ja. Wenn du sie nicht direkt abkippen kannst, dann vielleicht in das Lager und den Radlader reinschaufeln lassen. Ich würde versuchen. Rechts überholt, ne? Ja, das, Er hat rechts überholt. Das war wieder, ne? Also. Ja, du weißt doch, wie das mit dem Karma ist, oder? Schon mal gehört, ja. So. Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn du es einfach ins Lager wirfst. Sagen wir einfach, anders geht es nicht. Da siehst du. Haben wir geklärt. Wie war das mit der Kleesilage? Also das Klee ist gemäht gleich. Haben wir da nicht schon Kleesilage gemacht? Nein. Nee. Wir haben es gerade erst angesät. Ich darf mit dem Schwader kommen. Wo ist eigentlich mein Deutz? Steht der immer noch auf der Wiese? Dein Traktor ist schon da. Auf was wartet denn dein Drescher? Das ist die Frage. Naja, du hast den Container so komisch hingeworfen. Aber wer stellt denn hier den Hakenlift genau? Dreimal darfst du raten, wer es war. Ich nehme jetzt so einen Johnny, zum Schwaden wird er wohl gehen, ne? Der Antimate himself. Sag mal, lass den Johnny heile. Ja, der ist doch... Oh. Ja, was ist der? Der, für Schwaden ist er gut. Ja. Was macht jetzt der Drescher schon wieder? Ja, nix. Das gefällt mir nicht. Glaub, du hast ja nicht unter Kontrolle, Paul. Nee, irgendwie nicht. Hat eine Eigendynamik entwickelt. Ja, allerdings, ja. Das ist pure und innige Liebe bei euch. Das ist gut, dass das in den Videos auch so rüberkommt. Paul, ansonsten würden wir das nicht durchhalten hier. Paul hat Puls. Nee, Paul hat nur keinen Zucker gegessen heute wahrscheinlich. Stellt man das nochmal ein, dass er sich abtanken geht. Aber der ist auch schon so eingestellt. Der ist auch eingestellt. So. Vielleicht hat er... Ja, weil wir haben den Container verschoben. Moment mal, wir? Naja, also...
War eine Gemeinschaftsaktion den ersten paar Minuten. Boah. Naja, also ich kann mich daran erinnern, dass einer nur neben dran stand. Ja, du hast gesagt, es ist zu schwer. Was soll ich denn machen? Also. Ach so. Motivation war da, aber das war's auch schon. Ach so. Du musst auch mal die Initiative zeigen. Ja, das ist mein Problem. Ja, ich weiß. Aber stich in meinen Wunden, kein Problem. Oh, wieder gerne, weißt du doch. Ja. Du, Paul, wenn du gerade so gute Laune hast, ne? Ich habe mir gedacht, dass wir... Die ist schon wieder verflogen. Dass wir vielleicht die Flyovers morgen streamen. Streamen? Bist wahnsinnig. Warum? Das kannst du doch keinem zeigen. Doch, ich will, dass die Leute wissen, wie viel Arbeit das ist. Gott, wir dürfen nicht. Oh, ja, aber dann zeigst du den Leuten. Ja, das ist halt was die Frage. In zwei Wochen kommt. Das ist halt die Frage, ob man zu sehr spoilert mit diesen. Weiß ich nicht. Ich würde es nicht machen. Also morgen minimal. Morgen. Das ist ein harter Spoiler. Naja, das stimmt. Wieso quietscht denn der Johnny so? Das liegt, glaube ich, am Besitzer. Weiß ja nicht aber Rainer, du könntest eine Zwischenversion quasi machen. Du könntest es ja aufnehmen. Und zeitgleich mit den Folgen einfach bei YouTube releasen. Du musst aber dann nach den Folgen releasen, dann kommt es ja erst in zweieinhalb Wochen oder so. Die, kannst du ja am letzten Sonntag einfach raushauen als, ich sag jetzt blöd, Bonus um 15 Uhr oder so. Bezahlter Bonus, meinst du? Oh. Ja, wär halt, ne? Marco. Es ist halt nicht live, aber hast gezeigt, also in Anführungsstrichen gezeigt, wie viel Arbeit das wirklich ist. Das liegt am Soundscript von Lance. Okay. Wo war es nochmal zu Schwaden? Oh, leckt das gerade. Halt hier. Ich muss jetzt mal gucken, ob sich der Panther tatsächlich selber entlädt. Also der Panther ist voll auf alle Fälle. Er fährt ja, aber ja, der fährt hier aber. Und ich glaube, er fährt jetzt tatsächlich einmal ums halbe Feld rum. Den Suku ist reingesprungen. Ich muss da lang. Ich muss da lang, wo du bist. Haben wir noch einen freien Container? Ja, darum habe ich angehalten. Du hast doch zwei mitgebracht. Ich glaube nicht. Naja, ich hätte gerne noch einen dritten, also damit ich es besser aufteilen kann. Es ist halt viel Feld. Stimmt, Paul fährt. Braucht aber auch was. Paul fährt Deutz. Richtig, das müssen wir uns aufschreiben. Naja, der stand halt gerade rum und mit meinem LKW kann ich nicht mähen. Mhm. Ist ein Nachteil vom LKW, ne? Habe ich auch schon früh festgestellt. Paul fährt halt auch mal den Johnny deswegen, ne? Aber Lohn tut er ihn trotzdem nicht. Achso. Nee, ich schreck mich noch mehr drüber auf. Was? Ich glaube nicht, dass Paul einen eigenen YouTube... Blöde Spruch, keiner hat. Ja? Der Zweck heiligt die Mittel, ne? Nein, ich habe keinen YouTube-Kanal. Das wird's auch nicht so schnell geben. Wenn ich mir meinen Ping gerade wieder anschaue und meine Internetverbindung, wie stabil die ist, das ist faszinierend. Es ist ja nicht Wahnsinn, ne, dass im Jahre 2021 es immer noch Orte gibt in Deutschland, die schlecht ausgebaut sind, oder? Oder hättest du also die Mittel? Ich müsste mir halt selber machen. Das klingt falsch, ne? Ich müsste halt einfach eine Leitung legen. Okay. Haben wir noch was zu tun, Jungs? Wolltest du Feierabend machen? Naja, ich muss einfach warten, bis der Panther soweit ist. Lade, also wir können hier den Klee aufsammeln. Wir hatten jetzt den Drescher. Ja. Ach, da ist der Drescher. Pressen, den Klee. Pressen oder wollen wir den einlagern? Also, Naja, du brauchst eine Silage, dachte ich. Ja, okay. Oder nicht? Doch. Solltest du vorher nachgucken. Es ist Kleesilage. Die Frage ist nur, willst du das in Ballen machen oder willst du das einfahren und einfach abdecken? Das ist mir egal. Wenn du noch ein Silo frei hast, darfst du eines es auch in einem Silo frei fahren. Eines ist noch frei. Aber dann braucht man einen Ladewagen. Dann machen wir Ballen, habe ich gehört. Was denn jetzt, Jungs? Wir können es auch wie mit dem Gras machen, mit dem Häcksler drüber fahren. Ja, da brauchst du aber wieder zwei Leute dafür. Ich weiß nicht, ob du das häckseln kannst. Ich hab gehört, du hast bald Zeit. Wer, ich? Ja. Ah doch, kann man häckseln. Doch, sieht so aus. Uwe,
Ja. Ich habe erst angefangen hier, das Feld. Naja. Vorher kann man auch mal wechseln. Außerdem, ich sehe das, wie weit du bist. Ja, du, ich weiß, dass du... Kannst du deine Hand von meinem Schenkel nehmen? Geht das? Ja, die ist auf meinem Schenkel. Achso, okay. Oh, das klingt schon wieder falsch. Du bist hier reingekommen, nicht ich. Ja, ich wollte nur mal zeigen, dass der das kann. Mhm. Wo steht denn die Beinpresse? Wow. Beinpresse, ja, willst du es jetzt pressen oder willst du es nicht pressen? PGA. Ich hätte jetzt einen Anhänger geholt. Was denn für ein Anhänger? Zum Abfahren. Wir hatten hier den... Brauchst du da nicht fahren? Super, ich leih mir den mal. Nee, ich hätte jetzt einfach pressen. Ja, pressen. Dann ist es ein Ding. Brauchst du dann nicht fragen, wer das Ding abgehängt hat. Was denn schon wieder? Spring mal in den LKW. Ist jetzt gerade schlecht. Kensuku, fährst du mit Vorwärts-Rückwärtsschaltung eigentlich? Ja, normal schon. Ja, gut, dann weißt du, wer die aktiviert hat. Gibt's nur einen, der die immer. Seid ihr halt irgendwie. Seid ihr irgendwie gegen mich heute oder was ist los? Ja, klar. Ich weiß nicht. Natürlich. Immer doch. Der IT-Lander, da war ich nicht drin, das war Uwes Baustelle. Was? Naja, der Auflieger mit dem LKW. Ja. Ja. Der Auflieger stand so an unserem Erdfrüchtelager, dass man nicht mehr an die Sattelplatte rankommt. Ja, das sind aber so Kleinigkeiten, ne? Also. Ach so. Kleinigkeiten. Kleine Kleinigkeiten. Bin super, wenn du mir jetzt das Tor zumachst. Nein. Mach es zu, mach es zu. Könntest aber den Häcksler nehmen, wenn du willst. Ja, Uwe kommt ja nicht. Die Presse holen. Ja, schön. Go for it. Der Häcksler läuft schon. Wo soll's denn gehen? Feld 4. Schön, okay, ich fahre den Russen einfach mal zur BGA und stell den da hin, ne? Was? Ja, du, Paul, am Montag wissen wir eh alle, also nächste Woche Sonntag wissen wir eh alle nicht mehr, was wir gemacht haben. Korrekt. Das haben wir jetzt eine Verzweiflungstat, ne? Also. Kommst du ran? Ja, ja. Okay. Aber wie habt ihr denn da reingekriegt? Mit Schwung und Anlauf. Ja, ich glaube auch. Und ein bisschen Spucke. Aber nicht mehr heute, weil wir heute sind erstmal fertig. Liebe Leute, Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal am Montag im besten Fall. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.